Toros pennt wieder. Was erlaubt er sich überhaupt? Na gut, dann zum Marktplatz. Und wenn wir unterwegs noch bei unserer eigenen Hütte vorbeikommen, dann können wir einfach da kurz ein Schläfchen halten. Weil die müsste ja eigentlich gleich hier vorne kommen, ne? Ja, da unten ist die Arena. Und machen wir kurz ein Schläfchen und suchen dann Toros. Dürfen wir das auch erledigt haben. Weil immer dieses ganze Hin und Her ist doch ein bisschen anstrengend. So, die Fackel lassen wir mal hier. Und nichts hat sich geändert. Ja, die armen Butler. Obwohl die hier ja eigentlich ihre Ferien verbringen quasi. Weil schürfen tun sie hier im Lager nicht, sondern in einer alten Mine. Dafür werden sie halt von den Wachen schikaniert. Das Einzige, was sie machen können, ist ihr hart verdientes Erz ausgeben für irgendwelchen Alkohol oder für Arena-Kämpfe. So, wir hätten gerne eine Belohnung. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Und das war's jetzt. Ja, ich sag ja, altes Lager ist echt unter aller Sau. Jetzt ist die Frage, bisher waren ja alle Aufträge fürs alte Lager wirklich nur dafür da, Bonuspunkte zu machen. Was bekommen haben wir bei keinem? Im Gegenteil, wir haben sogar eher was draufzahlen müssen. Wie zum Beispiel bei... wie war das? Bei Fisk? Genau. Dem mussten wir das Amulett geben von Neck, was eigentlich ein guter Rüstungsschutz gewesen wäre für uns. Bei ihm hier? Das war Whistler? Ja, genau. Bei Whistler mussten wir ein Schwert kaufen. Und da mussten wir noch 10 von unserem eigenen Erz drauflegen. Also ja. Das heißt, wenn wir das Rezept für Dexter stehlen würden, dann würden wir wahrscheinlich auch nichts bekommen. Einfach nur einen Schulterklopfen und das war's. Aber wo wir gerade mal hier sind, haben wir irgendwas zum Verkaufen? Flügel, Kleinkram. Oh, das machen wir nochmal kurz. Fisk, hast du Erz? Zeig mir deine Ware. Ja, schön, schön. Dann verkaufen wir mal die Fackeln. Wir haben ja noch eine. Die Flügel, den Krug. Die verwitterte Axt können wir auch noch loswerden. So. Zauber. Freundlich stimmen, Schlaf und Telekinese. Nö, die brauchen wir. Na gut, das war's. Hast du noch Dietriche? Ja, dann nehmen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Dietriche und den Rest in Erz, bitte. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. So. Apropos Dietriche, haben wir eigentlich noch Lernpunkte über? Ja, haben wir. Aber nee, wir sollten unsere Erfahrung nicht dafür verwenden, Schlösser knacken zu lernen, solange wir noch nicht stark genug sind. Weil das Einzige, was wir dadurch wahrscheinlich hätten, ist, dass wir leichter Schlösser knacken können. Aber das lässt sich ja umgehen, indem wir einfach mehr Dietriche kaufen. Und Erzprobleme haben wir zurzeit wirklich nicht unbedingt. So. Das die. Haben wir vorher noch irgendwas zu erledigen hier im alten Lager? Wir haben mit Toros gesprochen. Für Diego bräuchten wir den Brief aus der Mine und für Dexter bräuchten wir das Rezept aus dem Sumpflager. Nö, dann haben wir hier nichts zu tun. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Okay, lass uns durchs Südtor gehen. Auf keinen Fall durchs Nordtor. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut, also los. Also los, Südtor. Bist du auch schön dabei? Ja. Nicht, dass wie unser alter Gefolgsmann du irgendwann jedem Baum hängen bleibst.
Wo ist er eigentlich geblieben? Naja, soll uns nur recht sein, dass er nicht mehr da ist. Er war anstrengend genug. So. Oh, unsere Lieblingspfanne. Daran können wir nicht einfach so vorbeigehen. Das muss ausgenutzt werden. Auch wenn die jetzt wahrscheinlich 40 Stück Fleisch oder so braten müssen, während Dusty mit sabberndem Mund dabei zuguckt. Ja, ja. Dusty ist übrigens ein super Name für einen Hund. Ah. Ich glaube, mein Dad hat seinen einen Hund sogar mal so genannt. Naja. Das sollten wir ihm jetzt so nicht auf die Nase binden, denn nach einem Hund benannt zu werden, ist nicht gerade sehr schmeichelhaft. So, das soll aber auch erstmal reichen. Bist du noch da? Ja. So, dann sprechen wir mit den Wachen. Oder, das heißt, wir versuchen einfach rauszugehen und sprechen mit den Wachen nur, wenn wir es müssen. Halt! Wo sollst du denn mit unserem Freund hier hingehen? Wir sind unterwegs ins Lager der Bruderschaft. Das werden die garantiert nicht gerne hören. Also ja, Dusty hat ja schon gesagt, dass wir 100 Erz zahlen müssen. Dann zahlen wir die auch einfach. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich habe nichts gesehen. Ja, das ist wahrscheinlich der einzige Vorteil vom alten Lager. Na gut, neben der Tatsache, dass man hier leicht an Außenweltware rankommt. Wir können einfach jeden bestechen. Und auch jeder ist bestechlich. So, gehen wir jetzt überhaupt richtig? Das Sumpflager war im Osten. Und ja, wir gehen in die richtige Richtung. Genau, und da kommt da gleich der Wald. Da waren noch jede Menge Biester, die wir töten könnten. Aber nicht unbedingt jetzt mit Dusty, aber später auf dem Rückweg. Und auf der rechten Seite kam dann der Fluss, wo auch die zwei Echsen waren. Und dann mussten wir nur dem Fluss folgen. Also nicht direkt folgen, weil dann kommt ein Wasserfall, aber halt daneben lang geht der Weg. Oder? Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, sieht echt komisch aus. Du weißt nicht, wo der Weg lang läuft. Na gut, gehen wir einfach mal weiter. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir hier über die Brücke rüber sind. Und an so viele Scavenger schon mal gar nicht. Und die fliegen da? Nee, hier sind wir falsch. Komm mit, Dusty. Klar, Scavenger und Blutfliegen sind jetzt nicht mehr so das Problem für uns, aber wir wissen nicht, wie viel Dusty aushält. Ich meine, er ist nur ein einfacher Butler. Unbewaffnet und nur mit seiner leichten Butlerhose, wenn überhaupt. Da wollen wir nicht riskieren, dass er umgebracht wird. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Wenn da hinten jetzt noch eine kleine Brücke ist, ja, dann war das hier, richtig. Letztes Mal sind wir mit dem Typen mit der Nagelkeule, also dem Baal, so wie noch, hier lang gelaufen und da hat er die erste Echse getötet. Das heißt, wir haben zum ersten Mal gesehen, wie so eine Echse stirbt. Und das war hier in der Ecke. Die hätte uns vorher davon abgehalten, die Kräuter hier einzusammeln. Schön, schön. Also gehen wir hier über die Brücke und folgen dann dem Flusslauf. Aber wo wären wir da hinten rausgekommen? Das sah ja noch nach einer recht wilden Ecke aus. Also jede Menge Scavenger und Blutfliegen. Könnten wir unseren Erzvorrat ein bisschen aufpolstern, sobald wir einen Grund dafür haben. So, hier waren noch zwei Echsen. Ne, ein bisschen weiter vorne. Okay. Und ganz in den Wald rein sind wir auch noch nirgends. Sollten wir vielleicht tun, bevor wir uns dem Lager dann anschließen. Welchem Lager jetzt auch immer. Damit wir halt schon ein bisschen stärker sind, uns dann besser behaupten können. Weil wenn die Aufgaben, um den Lagern beizutreten, schon so schwierig sind, wie sie jetzt teilweise sind, dann werden wir wahrscheinlich noch schwerere Aufträge bekommen, wenn wir erstmal ein richtiges Mitglied sind. Da oben waren wir auch noch nie lang. Also ja, Priorität, nachdem wir das hier abgeliefert haben und uns für ein Lager entschieden haben. Stärker werden, bessere Waffe hinbekommen. Wir können versuchen, eine bessere zu schmieden. Aber dafür müssen wir erstmal einen ordentlichen Schmiedelehrer finden, der auch neue Rezepte in Anführungszeichen kennt.
Also ja, Lager aussuchen, bessere Waffe bekommen, uns dem Lager permanent anschließen natürlich. Und erst dann gucken, ob wir weitere Aufträge für die erfüllen können. Oh, das die ist ganz schön langsam. Zu viel Kohlestaub geschluckt, ne? Armer Kerl. Ja, so ein Kumpel unter Tage zu sein, ist echt kein toller Job. Zumal es hier eine Gefängniskolonie. Die werden es da mit den Sicherheitsmaßnahmen nicht ganz so ernst nehmen. Hauptsache, das Erz kommt hoch, damit sie es tauschen können. Ja, kein Wunder, dass sie lieber Kraut sammeln und stampfen will. Hm? Obwohl er davon ja noch gar nichts weiß. Er denkt, das ist hier der Himmel auf Erden. Und er muss nie was machen und kann den ganzen Tag Kraut rauchen. Aber da will sein Kumpel ihm schon schnell genug die Augen öffnen. Wo war sein Kumpel überhaupt? Also er ist der Einzige hier im Lager, der auch aussah wie ein Butler aus dem alten Lager. Das heißt, er dürfte nicht schwer zu finden sein. Wenn wir dann erstmal wissen, wo er ungefähr ist. Er saß irgendwo bei den Novizen rum. Also bei dem einen Novizen, der später mal Baal werden wollte und dem wir durch das Kraut überzeugen konnten, uns zu helfen. Ah, da hinten sieht doch gut aus. Bist du noch bei uns? Nee, du solltest nicht im Sumpfwasser schwimmen und schon gar nicht das Zeug schlucken. Das wäre nicht so toll für deinen Magen. Komm, dein Kumpel wartet hier. Hier ist dein Freund. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Okay. Lass uns durchs Südtor gehen. Und die Sache... Gut. Wer hat er was zu sagen? Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Wird's ihm ausrichten, wenn ich ihn nochmal sehe. Er steht direkt neben dir. Das ist jetzt ein wenig irritierend. Vielleicht müssen wir ja mit einem der Gurus sprechen oder mit den Leuten am Stadttor, dass er aufgenommen wird. Achso, ihn durften wir gar nicht ansprechen. Lester, kannst du uns helfen? Nee, er kann uns nur den Weg weisen. Der Schläfer möge dich behüten. Wie ist das Leben hier als Wächter der Bruderschaft? Ich habe eine wichtige Aufgabe bekommen. Der Erleuchtete und seine Jünger verlassen sich auf mich. Mein vorheriges Leben gehört der Vergangenheit an. Ab jetzt bin ich ein Gornar, ein Templer des Schläfers. Der Erleuchtete müsste in Iberion sein, hm? Aber eigentlich wollte ich dir diesen Butler hier anbieten. Na komm, wir stehen direkt vorm Sumpflager. Genau. Wir haben hier den Auftrag bekommen von einem der Baals, dass wir noch neue Jünger für den Schläfer finden sollen. Vielleicht müssen wir zu ihm. Das würde am meisten Sinn machen. Jetzt ist nur die Frage, wo der war. War das der Hassprediger? Der müsste hier vorne irgendwo sein. Sonst haben wir noch Kadar, aber der hat nicht mit uns gesprochen, also kann er es nicht gewesen sein. Der Sklavenarbeiter.